Der Zuschauerandrang im Dreisamstadion überschaubar. Das erste Spiel der Breisgauer zur späten Sonntagabend-Anstoßzeit. Trainer Thomas Stamm unkte schon vor der Partie. Hoffentlich bleiben die Fans nicht zu Hause und gucken lieber Tatort. Erste Torernährung seines in Rot-Weiß spielenden Teams nach knapp 10 Minuten. Fahner auf Johansen. Noch nicht wirklich zwingend. Aue-Coach Pavel Dotschev, auch nicht glücklich über den Spieltermin. Seine Mannschaft muss am Dienstag schon wieder im Verbandspokal nach Riesa reisen. Nächster Angriff Freiburg, wieder eingeleitet von Fahner. Schönes Zuspiel auf Bauer. Aber der verzieht, 23 Minuten schon gespielt. Freiburg insgesamt mit mehr Spielanteilen. Die Chancen allerdings noch nicht im Bereich Hochkaräter. Andere Seite, Ecke Erzgebirge, getreten von Stefaniak und Sikora. Die Offensivbilanz der Sachsen nicht allzu berauschend, bisher erst 16 erzielte Treffer, alles andere als zufriedenstellend. Aber die Gäste langsam aktiver in der Vorwärtsbewegung und auch mutiger. Rosenlöcher, und da muss sich Uphoff so richtig strecken. Nicht leicht zu halten, der Schuss des linken Außenverteidigers mit einer gefährlichen Flugbahn. Ja, Aue jetzt langsam immer stärker. Auch die Freistöße, Sache von Stefaniak. Und Majetschak macht ihn irgendwie rein. Erik Majetschak mit seinem ersten Saisontor. Da hat sich die fast 600 Kilometer lange Reise aus Aue für die gut 300 Veilchenfans schon gelohnt. Allerdings der Führungstreffer auch ein bisschen glücklich, denn ein lupenreiner Kopfball war das nicht. Irgendwie zwischen Schulter und Nacken trifft Majetschak den Ball und dann bleibt SC-Keeper Uphoff nur das Nachsehen. Und das war's aus der ersten Hälfte, der Tabellenvorletzte zur Pause mit 0:1 in Rückstand. Nach dem Wechsel der nächste Standard für Aue, Stefaniak, wird erstmal geklärt, aber dann kommt Vukancic. Volles Programm und fast hätte er die Lücke gefunden. Endstation Benjamin Uphoff, aber so ein Ding kann auch ganz schnell mal reingehen. Der Schuss von Vukancic unangenehm abgefälscht. Danach die Partie mit ziemlich mäßigem Unterhaltungswert. Nächster Abschluss erst nach über 70 Minuten. Nach dem nächsten Eckball ist es Taschi, der den Ball wenigstens mal in Richtung Tor bringt. Von Freiburg dagegen offensiv überhaupt nichts zu vermelden. Und weiter geht's mit dem fröhlichen Eckballschießen. Stefaniak diesmal auf Sirjaric. Und das ist mal so richtig knapp gewesen. Ja, Erzgebirge zumindest bei ruhenden Bällen gefährlich. Glück für den SC. Und Freiburg weiter plan- und ideenlos. Wenn's mal nach vorne geht, endet das meistens so wie hier. Von einer Chance zum Ausgleich meilenweit entfernt. Es bleibt ein ruhiger Abend für Aue-Torwart Mendel. Die Gäste auf dem Weg zu einem wichtigen Auswärtsdreier. Die Nachspielzeit. Noch einmal Freistoß Freiburg. Torhüter Uphoff eilt nach vorne. Doch noch der Lucky Punch. Fallmann. Nein, symptomatisch für das Freiburger Spiel am heutigen Abend. Und dann ist Schluss. Ein desolater, blutleerer Auftritt der U23 des SC. Die achte Niederlage bereits. Damit schon eine Pleite mehr als in der gesamten letzten Saison. Erzgebirge Aue dagegen holt sich verdient die Punkte in Freiburg.